ich drehe mich um und lade euch ein zu einem wunderschönen Villa mediterran. Nicht so groß, nicht klein, mit brutal Meerblick, auch wenn heute Dunst in der Luft ist. Man sieht eben die schönen Bauten, die Hochhäuser. Tagsüber kann das vielleicht langweilig auswirken, aber in der Nacht, Jenny, wenn die Lichter angehen, ist es wunderschön, dass man die Bananenplantage vor sich hat, diese grüne Oase, vorne blaue Meerblick, was jetzt einfach mit Dunst ein bisschen bestückt ist. Und auch hier, was sehr, sehr wichtig ist, Jenny, die Berge hinten und diese Restaurant da, was da vorne ist, ist einer der schönsten, leckersten Fischrestaurants in Alanya Kargejak. Wir befinden uns, obwohl wir über Mahmutlar sind, gilt teilweise an der Grenze zwischen Kargejak und Mahmutlar. Wer hier investieren möchte, muss mobil sein, Freunde, weil man so 1,5 Kilometer zum Einkaufen und so weiter fahren müsste. Diese Immobilie hat 460 Quadratmeter und wir haben hier eigenen Pool. Komplett ausreichend, finde ich. Und wie wäre es, wenn wir erstmal um das Haus rumlaufen, Jenny? Man könnte von außen auf zweiten Stock hochgehen oder von innen. Also wenn es regnet, kann man von innen rumlaufen. Man hat hier erstaunlich viel Fläche noch und das ist Erde. Also man hat das nicht immer mit Steinen voll gepflastert. Wenn es regnet und so weiter, geht das Wasser eben in die Erde runter und ihr habt kein Problem. Also ich muss ehrlich zugestehen, Jenny, Kumquats habe ich noch nie so einen großen Baum gesehen. Die sind meistens kleiner. Auch hier, also je mehr ich jetzt rumlaufe, desto besser sehe ich, dass das Haus ihre Funktion hat. Man hat Rollläden und jetzt sind wir um das Haus herum einmal rumgelaufen. Da ist ein Nachbarhaus. Man könnte, wenn man will, noch, privater gestalten, aber das stört ja nicht. Die sind gute Nachbarn und hier muss man aufpassen, das ist sehr, sehr gefährlich. Jenny, bitte vorsichtig reingehen. Also hier ist Eingangsbereich. Das ist eben, erster Raum, wo wir uns befinden. Es ist immer mit Rundbogen bestückt. Und davon gehen wir erstmal linke Seite. Das ist das erste Schlafzimmer im unteren Bereich. Ich denke, das Ganze hat ungefähr 12 bis 14 Quadratmeter. Also genau passend, viel größer ist einfach Verschwendung. Dann gehen wir erst hinterer Bereich, Jenny, und dann gehen wir hoch. Hier haben wir das Badezimmer für unteren Bereich. Also ich muss sagen, groß genug, sehr gut geplant. Ein Fenster ist dabei, Waschmaschine ist dabei. Und hier haben wir ein bisschen größeres Schlafzimmer nochmal. Beide wieder unten. Also wenn man eben in die Jahre gekommen ist, nicht immer oben schlafen möchte, sind hier zwei Schlafzimmer vorhanden. Klimaanlagen sind drin. Sehr, sehr hell alles. Also Freunde, wir haben hier PVC-Fenster. Manchmal baut man ja eben, Aluminium. Man hat sogar zwei Lüfter da oben eingebaut. Auch wenn man im Urlaub ist, nur 6 Monate hier leben möchte, wird einfach Luft durchflutet und es fällt nicht in einen Bereich, wo Feuchtigkeit hier entstehen könnte. Dann sind wir schon Wohnzimmer drin. Es ist ein rundes Wohnzimmer, circa 20, 22 Quadratmeter. Ich finde auch die Decke schaut gut aus. Hier haben wir einen Kamin, viele Fenster hier, also richtig hell. Auch die Fenster PVC. Gehen wir erst die geschlossenen Räume, Jenny,
Und hier hat man Essbereich, also Wohnbereich und Essbereich wie getrennte Zimmer. Deswegen schaut auch vielleicht klein aus, aber die zwei Räume, wenn man miteinander verbindet und dritten Raum auch noch dazu gestaltet, dann ist hier schon unteren Bereich sehr, sehr großes Raum für die Zimmer vorhanden. Hier hat man ein U-Form Küche mit Arbeitsplatte. Ansonsten ist alles da. Ein freistehender Kühlschrank ist da. Möchte ich nicht aufnehmen. Vielleicht ist ja irgendwas drin. Ansonsten gehen wir auch vorne durch, Jenny, das müssen wir auch aufnehmen. Hier haben wir eine Terrasse, geschlossene Terrasse. Man könnte alles, was man hat, hier auch hier platzieren und auch hier lassen. Also man kann hier bequem sitzen und wenn ich still bin, es ist einfach grandios und ruhig, mit Meerblick bestückt. Ansonsten hat man auch eine Sitzgelegenheit draußen, wenn man im Winter draußen sitzen möchte, ist auch sehr, sehr gut geplant. Boden ist Marmor, das ist in den Jahren immer dieser Marmor benutzt worden. Jenny, hier haben wir nochmal ein, unter dem Treppenhaus haben wir noch einen Platz, wo man eben Werkzeugkammer investiert hat und so gehen wir oberen Geschoss. So, wir gehen hoch und zeigen euch, was oben ist, Freunde. Erstes Schlafzimmer hier oberen Bereich ist wirklich mindestens 24, 25 Quadratmeter, wenn man denn eben hier sagt, Erçan, ich möchte größeren Kleiderschrank haben, hat man hier ein riesen Raum, auch sehr, sehr hoch, die man gestalten kann. Dann geht man nochmal in die Räume noch rein, was hier vorhanden ist. Hier hat man sogar ein kleines Zimmer hingestellt. Also wenn man nur vermieten möchte, würde man 5 verschiedene Zimmer haben. Aber hier würde ich eben auch Kleidezimmer machen, wenn nötig ist. Ansonsten kann jeder natürlich hier was platzieren, was man will. Hier könnte man auch ein Arbeitszimmer machen. Und das Badezimmer, Freunde, war mit 100%iger Garantie eigentlich, Jenny, ein Schlafzimmer. Also ich muss sagen, das ist 4 x 5 Meter. Also dieses Badezimmer hat bestimmt circa 15, 18 Quadratmeter, ein Jacuzzi-mäßiges Bad, total sauber, total neu, Dusche. Ansonsten könnte man hier externe nochmal Waschmaschine hinmachen und stell dir vor, du baust dieses Ding mal um, wie schön das wäre. Und hier haben wir auch hohe Decke. Ich bin mir sicher, dass es fast 3,5 Meter hoch ist. Hier baut man ja, finde ich, erstes Zimmer viel höher als Erdgeschoss. Und das hat man hier auch richtig ausgebaut. Dann hat man hier auch nochmal eine große Terrasse, würde ich sagen, weil ja das nicht überdacht ist, Jenny. Hier hätte man Schattenplatz. Und ich denke mal, wenn man von rechts bis links diese Gegend einfach genießt und sagt, ich möchte meine Ruhe haben, egal wer was macht. Mein Leben soll so ablaufen, wie ich mich wohlfühle und ich selber persönlich würde mich auch in so einer Immobilie wirklich wohlfühlen. Das heißt, wir haben jetzt hier zwar 3 + 1, aber getrennte Esszimmer, getrennte Ankleidezimmer, dann haben wir 2 riesen Bäder, einmal unten, einmal oben. Also komplett ausreichend, knapp 210 Quadratmeter mit Terrasse und mit diesen Zimmern kommt auch hin. Was mir hier oberen Bereich gefällt, ist die Höhe von Schlafzimmer. Dadurch ist einfach ganz ein anderes, wie soll ich sagen, Gefühl, wenn die Wohnungen nicht so tief sind oder so knapp sind.
So, Freunde, wir haben alles gezeigt. Vielleicht können wir noch mal eine Information geben, dass ihr auch ein bisschen jetzt wisst, was wir eben angeboten haben. 3+1 getrennte Essbereich und zwei große Zimmer noch, die nicht als Zimmer gelten. Aber wer, glaube ich, das Video anschaut, weiß, was wie noch gestaltet werden kann. Das Haus kostet 365.000 Euro, Verhandlungsbasis. Wer Interesse hat, kann sich melden. Ich weiß, zurzeit ist für jedermann schwierig, irgendwas zu kaufen, aber wir zeigen nach wie vor Immobilien. Vielleicht sieht jemand auch irgendeine Immobilie, was wir präsentieren, dass er das gerne haben möchte. Wenn, dann meldet ihr euch an uns und wir begleiten in allen Punkten, dass ihr die Immobilie, die wir euch präsentiert haben, kaufen könnt. Ed Holmes, bis bald.